Heute leben 16 Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte in unserem Land. Sie haben die Elterngeneration, die hierher kam, die haben sogenannte Migranten-Selbstorganisationen gegründet. Und wir sehen heute, dass sich die Nachfolgegeneration, die Kinder dieser Eltern und Großeltern ganz neu identifizieren und auch neu organisieren. Sie sehen sich nicht mehr ethnisch gebunden an das Herkunftsland der Eltern, sondern sie sagen, sie sind Deutsche und wollen auch als Deutsche wahrgenommen werden, auch wenn sie vielleicht eine andere Hautfarbe oder Religion haben. Und über dieses neue Deutschsein und über die Frage, wie können wir eigentlich ein neues deutsches Wir-Gefühl schaffen, was sowohl die Mehrheitsgesellschaft und die Einwanderer und unter einen Hut bringt und welche Werte uns verbinden, darüber haben wir in der heutigen Veranstaltung diskutiert.